Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Die Siedler 6 auf Giannis Königreichs. Wir spielen das Addon Reich des Ostens und gehen in die Kampagne Nakhata. Starten die Mission und lauschen. Wie, jetzt kein Text? Was soll das? Beim letzten Mal habe ich gequatscht, da kam Text, wurde reingerufen, mir mein Wort weggenommen und jetzt kommt kein Text. Aber die Missionsbeschreibung kriegen wir. Euer Majestät, viele Siedler Hiduns glauben noch immer an die Kraft des falschen Fluches. Kana ließ 3 Tempel errichten. Angeblich zur Besänftigung des Fluches erbaut, sind sie in Wahrheit das Symbol für den Schrecken in Hidun. Das Zentrum der dunklen Macht Kanas, dieser Geißel meines Volkes, befindet sich am Fuße des heiligen Berges in Nakhata. Wenn es uns gelingt, vor meinem Vater dort einzutreffen, wird Kana nicht mit uns rechnen. Die Stadt Nakhata, Kanas Residenz, ist schwer erreichbar und ein mit vielen Mauern gesichertes Bollwerk. Damit wir nicht sofort Aufmerksamkeit erregen, werden wir unseren Stützpunkt weit abgelegen, hier in Mapur, errichten. Sollten wir Verstärkung benötigen, kann sie uns über die Handelsstraße erreichen. Es gibt ein Dorf in dieser Provinz, Ameti. Wir müssen davon ausgehen, dass es unter Kanas Kontrolle steht. Wo genau sich die neu errichteten Tempel des Fluches befinden, wissen wir nicht. Aber wir müssen sie zerstören und Kana bezwingen. Erst dann werden Angst und Schrecken aus Hidun gebannt sein. Entsendet mich! Falls sich mein Vater uns in den Weg stellt, sollte ich diejenige sein, die ihm begegnet. Ja, allein wegen dieser Aussage nehmen wir Aki. Eine weise Dankeschön. Entscheidung, euer Majestät. Nakhata, wir müssen die Tempel des vermeintlichen Fluches zerstören und Kanas Stadt einnehmen. Verbündete aus der Region können uns dabei helfen, die falsche Göttin unter Druck zu setzen. Na, das klingt doch mal nach einer Aufgabe für uns. Ja, da bin ich wieder. Haben mal wieder einen Tag Pause gemacht. Und ja, jetzt gibt's wieder ein paar neue Folgen, eine neue Kampagne. Wir rücken immer weiter ans Ende. Und damit auch an den Anfang eines neuen Teils. Unsere Anwesenheit wird Kana nicht lange verborgen bleiben. Wir sollten so schnell wie möglich eine starke Verteidigung errichten und uns auf ihre Angriffe gefasst machen. Wir müssen mehr über diese Tempel in Erfahrung bringen. Doch wir benötigen auch Eisen, um eine schlagkräftige Armee aufzustellen. Wir sollten das Dorf Ameti aufsuchen und hoffen, dass seine Siedler nicht auf der Seite von Kana stehen. Gut, dann beginnen wir das Ganze doch einfach mal und setzen hier unsere Standardprozedur ein, indem wir erstmal uns um die Grundversorgung hier kümmern. Zack. Dazu benötigen wir erstmal Holzfäller und hier diesen tollen Waldmann, Waldmannsheil. Und hier diesen Holzfäller natürlich auch. Und ich würde gerne auch hier hinten arbeiten mit Fischern. Fischer, Fischer, Fischer. Hallo? Wird doch hier irgendwie eine Position für Fischer geben, oder? Na. So, da ist eine. Und wir müssen natürlich da jetzt auch irgendwie erstmal einen Weg durchziehen. Kann ich den da vorlegen? Ach, das geht. Wunderbar. Dann ist das soweit schon mal geklärt. So, ich hoffe, da kriege ich noch Gebäude zwischen. Meine Baukunst ist ja mittlerweile weltberühmt, will ich mal sagen. Hier kommt auch... Alter, geh mal weg hier. Wir müssen unsere Burg beschützen. Das steht schon mal fest, das sehe ich da. Ich habe kein Holz mehr. Oh. Geile Sache. Ich habe nicht darauf geachtet, wie viel Holz ich habe. Und einfach mal drauf losgebaut, alles klar. Tut mir leid. Anfängerfehler, will ich da jetzt mal zu sagen. Ich bin blutjung in diesem Spiel. Das ist die erste Kampagne, da kann ich nichts für. Da muss ich noch nicht auf sowas achten. Das ist unnormal. Unnormal schwer hier, die erste Mission. Dass sie sowas einem andrehen, das ist echt ungeheuerlich. Nicht mal eine Nahrungsversorgung habe ich hier zusammenbekommen. Ich hab gar nichts.
rüstet auf jeden Fall erstmal die Meine Kenntnisse auf. Der ja, Architektur bla, bla. Reduzieren die Kosten für den Ausbau von Gebäuden. So, dann müssen jetzt genau, und dann können wir nämlich jetzt hier die Räucherei bauen, weil da haben wir ja Fische auf jeden Fall erstmal. Und ich kann dann natürlich keine Gebäude hinsetzen. Wie sollte es auch anders sein? Und deswegen muss ich den Weg etwas anders setzen. Damit ich da wenigstens ein bisschen was hinbekomme. So, das sieht doch schon besser aus. Machen wir so. Okay. Also die Räucherei ist auf jeden Fall wichtig, denn ohne Räucherei haben wir keine Nahrung, ohne Nahrung haben wir vielleicht keine Versorgung mehr. Das Prozedere kennt ihr ja. Was haben wir denn sonst noch? Ja, wir haben nix an Nahrung. Das ist ja echt krass hier, die Kampagne. Die verlangt einem jetzt hier alles ab, aber angeblich haben wir erstmal ein bisschen Zeit. Nee, unsere Anwesenheit wird Kana nicht lange verborgen bleiben. Das ist super. Genauso habe ich mir das vorgestellt. So, jetzt müssen wir erstmal die Holzfäller ein bisschen pushen, damit hier unser Holz rangekarrt wird. Und dann müssen wir gleich erstmal hier die Räucherei aufrüsten. Können wir, glaube ich, sogar schon einmal aufrüsten. Siehste mal. Ich habe die ganzen Dinger noch hier oben im Kopf. Ja. Da macht mir keiner was von euch vor. Obwohl es die erste Mission ist, habe ich das alles hier schon ausgeklügelt und ausgetüftelt. Ja, ich kenne solche Wörter. Oh Mann. So, die Räucherei arbeitet, das ist gut. Wäre auch schlimm, wenn sie es nicht tun würde. Was haben wir denn jetzt? Ich sollte gleich erkunden, aber ich habe Angst, dass wenn ich erkunde, wieder irgendwelche Events trigger, ja? Mir wurde immer gesagt, du musst erkunden, aber seit der letzten Mission, Freunde, ist das nicht meine Lieblingsbeschäftigung, will ich da jetzt einfach mal sagen. So, wir bauen hier auf jeden Fall schon mal Weg hin, denn da kommt noch ein zweiter Film. Boah. Ja, wer hat's vorgesagt? Ich glaube, du kriegst eine 6, mein Freund, fürs Vorsagen. Hier sagt niemand was vor. Wieso? Oh, meine Siedler streiken. Wieso? Nur weil ihr keine Nahrung habt, oder was? Was seid ihr denn für Arschgeigen? Da müsst ihr halt ein bisschen mehr arbeiten für euer Essen. Okay, Metzgerei bauen wir halt auch noch. Ja. So. Metzgerei, Räucherei auf Stufe 3. Das hat sich gereimt. Jägerhütte aufrüsten. Fischerhütten aufrüsten. Lalalala. Ja, keine Fische. Keine Fische? Wieso hast du keine Fische? Kanas Truppen patrouillieren in der Gegend. Sie werden uns schon bald entdeckt haben. Was? Warum? Wie soll man denn... Da ist Stein. Okay, ich muss vielleicht doch mal erkunden. Was haben wir denn? Schon unterwegs. Ich mache auch mal wieder auf einfache Geschwindigkeit. So, hier ist schon mal nix. Das war ein Satz mit X, Freunde. So, hier. Alles aufrüsten. Sofort. Gibt's hier irgendwelche Verbindungen? Nein. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Warte mal da oben. Ich meine, das Gute ist, wir haben jetzt hier unseren Genghis Khan. Und der ist berühmt und berüchtigt dafür, gegnerische Armeen einfach zu übernehmen. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall wehren. Das ist also nicht so schlimm, wenn wir überhaupt nichts am Anfang haben. Da ist kein Schon Eisen. Unterwegs. Da ist auch kein Verstanden. Eisen. Leute, was macht ihr mit mir? Verstanden. Das ist Holz, jawohl, das ist Holz. Jetzt kriegen wir langsam, kommt hier Fahrt ins Spiel. Oh Gott, ist ja erschreckend, wie schnell ich hier wieder arbeite. Okay. Da ist auch kein Eisen. Sehr gut, also ich habe kein Eisen in der Nähe. Aber hier sind Schafe. Das ist ja geil. Schafe! Oh mein Gott. Ich glaube, ich brauche erstmal dieses Territorium wegen Steine. Ich glaube, das ist gut.
Das ist gut. Dann haben wir nämlich hier auch noch Tiere. Kann ich mir sogar leisten. Guck da mal. Zack. Einfach so platziert. So dreist bin ich. So, die Metzgerei können wir aufrüsten. Die Räucherei müsste aber langsam genügend Fische haben hier. Das gibt's doch gar nicht. Na kommt da. Hier können wir schön noch Holz hacken. Da haben wir noch mehr Holz. Hacken, habe ich gesagt, Leute. Ich will nicht wieder euren Schweinskram da als Gedanken haben. Schreibt's auch nicht in die Kommentare. Also das hier, ist hier, so rasch. Aber nachdem dieser Nichtsnutz Prappert mich um Verzeihung anflehte, ahnte ich bereits, dass ihr unterwegs seid. Nun, so sei es. Wir werden die Entscheidung suchen. Hier, auf meinem Land. Erwartet keine Gnade von mir. Wir haben ein Territorium eingenommen. Haltet durch. Wir werden euch im Kampf unterstützen. Cool. Oh, da ist jetzt ein Stein im Weg. Egal, kann ich den mit dem Weg wegmachen? Ha! Nix mit drum rumlaufen. Das habt ihr euch wohl gerade gedacht, ne? Unsere Truppen werden angegriffen. Was zur Hölle? Wie ihr wünscht. Nicht aufgeben auf euren Befehl. Komm hin. Ich will davon mindestens einen Trupp übernehmen. In den Kampf. Komm, lauf. Komm. Schon unterwegs. Und helft meiner mir im Kampf stürmt für die Gerechtigkeit. Ich kann feindliche Soldaten überzeugen, die Seiten zu wechseln und für meine Sache zu kämpfen. Komm schon. Was ist in dem Karren? Gold, okay. Okay, meine Truppen kommen von hier oben irgendwo, ne? Wie ihr wünscht. Sehr geil. Super geil. Was ist das hier? Taylor wird uns weitere Truppen senden. Boah, krass. Okay, hier die Jagdhütte erstmal aufrüsten. So, jetzt wollte ich hier aber noch den Steinmetz hinbauen. Ich baue hier direkt mal zwei hin. Oder? Ja, ich habe das Gefühl, das wird eng. So. Aber die hätte uns mal Eisen schicken können, die olle Truller. Okay, wir haben das, dann haben wir das und dann brauchen wir dieses sofort. Territorium. Verstanden. So, jetzt müssen wir nur gut überlegen, sofort, welches wir nehmen. Ich würde sagen, wir nehmen das mit dem Fluss. Wie ihr das wünscht. Hier. Denn, da gibt es zwei Wege. Ich werde mich für die Schande rächen, die ihr mir bereitet habt. Kommt endlich zur Besinnung, Prappert. Diese Schlange hat euch den Kopf verdreht. Ja. Was ich mir gedacht hatte, ist hier vielleicht eine Mauer, aber dann bräuchten wir hier auch eine. Das ist auf jeden Fall wichtig. So, und was wir jetzt brauchen, ist Truppen. Auf euren Befehl. Und der schickt ordentlich was. Wie ihr wünscht. Und ich habe noch nicht die Fähigkeit wieder bereit. Das wird ein interessanter Kampf. Angriff. Zum Angriff! Aber wir haben mehr Bogenschützen, oder? Ne, haben wir nicht. Zum Angriff! Erstmal mit den Schwertkämpfern auf die Bogenschützen. Ei, jawohl, wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Wir müssen jetzt hier gerade mal ein bisschen rumrennen. Schon unterwegs. Wie ihr eigentlich gesagt, die sollen auf die Bogenschützen gehen, ne? Es gibt kein Zurück. Vorwärts! Komm schon. Angriff! Mach den kaputt! Kämpf, ich verliere weiter oben gerade richtig Einheiten, ey. Kommt schon! Vorwärts! Nicht aufgeben! Boah, das ist aber übel jetzt. Sofort! Nein, 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 nein! Schon unterwegs! Sofort! In den Kampf!
Verstanden. Okay. Schon unterwegs. Kämpft weiter. Das ist vorwärts. Nicht gut. Kämpft weiter. Sofort. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Ich zu spät reagiert. Kacke. Och nö, die Folge ist schon vorbei. Ach, so ein Mist aber auch. Aber hey, du kannst ja auf jeden Fall auf die Playlist drücken und dann siehst du, ob die neueste Folge schon längst da ist oder du drückst den Abonnieren-Knopf, denn falls die neueste Folge nicht da ist, möchtest du bestimmt informiert werden, sobald die neueste Folge auf dem Kanal erscheint. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich dafür, dass du eingeschaltet hast und dir das Video angesehen hast. Ich würde mich natürlich riesig darüber freuen, wenn du mir einen Kommentar da lässt, Feedback gibst und sagst, was ich besser machen könnte oder eben auch gut gemacht habe. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich riesig freuen. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle von dir und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mach's gut!